Hallo, der Trant hier mit einem feinen Gamescom-Nachklapp. Wir hatten in unserem Gamescom-Studio eine PlayStation VR mitsamt Farpoint am Start und dachten uns, warum den Spaß nur für uns behalten, anstatt den mit anderen zu teilen. Also haben Anne und Wolf drei Messebesucher aus den Warteschlangen rausgepickt und sie zu uns eingeladen, um Farpoint zu spielen. Sofort und ohne Anstehen. Einfach so. Und gerade Farpoint ist ein sehr besonderer Titel, denn hier ballert ihr eklige Monster mit einem speziellen Controller namens PSVR Aim weg. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Wolf war schon auf der E3 ganz begeistert vom Spiel und von der Peripherie. Alter, ohne Scheiß. Yeah. Das ist so geil. Holy shit. Alter, Killer, ey. Na, dann starten wir mal unseren Feldversuch. Ist auch für euch interessant, denn jetzt seht ihr eine Menge Gameplay. Hey. Guten Tag, wer bist du denn? Dominik, hi. Hallo Dominik. So, und da ist auch schon das nächste Opfer. Ich meine, der nächste wirkliche. Hi, wie ist der Name? Jonas. Hi Jonas. Hey Jonas, grüß dich. Grüß dich. Hi. Hallo. Hi, wer bist du denn? Andrea, hallo. Hi, ich hallo bin Anne. Andrea. Hi. Grüß dich. So, du willst heute mit uns Farpoint spielen? Ja. Weißt du, worauf du dich einlässt? Nicht so wirklich, aber ich freue mich schon sehr. Das ist dann noch besser. Der gute Trant hier wird dir jetzt helfen, ja, das Geschirr anzulegen. Und dann nicht bewegen. Ich setze dir das da mal auf. Da kriegt er die Brille auf. Dann als nächstes gebe ich dir erstmal die Knarre in die Hand. Ja. Die müsstest du eigentlich schon sehen, ne? Ja, ich sehe die okay, schon. Okay, cool. Ja. Das ist ganz geil. Ja, das ist mega geil. Kannst du sie sehen im Spiel? Ja. Okay, dann kriegst du jetzt als letztes noch Kopfhörer auf. Und dann bist du in the zone. Ziemlich weit weg. Viel Spaß. Danke. Hast du schon mal VR gespielt? Nee, noch nie. Heute zum ersten Mal. Ach echt? Okay, krass. Und so allererster Eindruck? Ah, ist das schon Bombe, ey. Also. Ey, guck mal ruhig nach hinten, ne? Also du kannst dich echt komplett, da ist jetzt nichts, aber du bist halt echt in dieser virtuellen Welt. Du kannst dich ja, das ist schon umkommen. Richtig geil, als ob ich hier selber drin stehen würde. Ja, das ist abgefahren, ne? Data repaired. Commencing playback. Oh. Was? Das ist krass. Also. So, auf einmal ist das mal ein geiles Erlebnis, muss man sagen. Jonas, bei dir noch alles cool? Ja, ist alles cool. Ganz schön viel Action gerade. Ja, ja, es ist ja ist kein Malprogramm, ne? Es ist halt schon echt viel hier. Oh nein! Woo. Sie haben mich erwischt. Der Warte Hammer. Kurz, es geht gleich weiter. Und wie ist es? Wie findest du es? Überwältigend, muss man echt sagen. So, kann ich die nehmen? Um die Shotgun aufzunehmen, Jonas, ja, leg mal deine Knarre auf die Shotgun drauf. Einfach so. Jo, boah, und du hast die Shotgun. Ey, das war ja mega geil. Wenn du die Waffe wechseln willst. Ja. Reiß einmal die Knarre hoch und über deine rechte Schulter. Probier das mal. Jetzt hast du gewechselt. Okay. Okay. Dominik? Ja? Granaten kannst du mit dem vorderen Trigger werfen. Okay. Oder schießen. Von den beiden. Kannst du mal ausprobieren. Jo. Ah, okay. Hat er gleich gecheckt. Und da geht's so hoch. Wow! Wow! Aber sehr gut, sehr gut. Immer schön drauf. Vorsicht. Und der andere kommt auch näher. Und da kommt noch einer von unten. Ja, sehr souverän, sehr souverän. This is incredible. You realize the G here is not a constant. You can actually feel the gravitational variances. They must be swaying from 8 or 9 to like 6. What's your suit on those rocks? You
don't know what kind of pathogens might exist here. We can't afford a breach. You know, I bet this place isn't even on the star charts. Holographic data loaded. Commencing playback. Alles klar. Das ist das Ende, ja. Mensch. Okay, das war's, Dominik. Ich nehme dir wieder den Kopfhörer ab. Dominik, lebst du? Ja, ich lebe noch. Ist alles in Ordnung? Ist alles super. Wie hat's dir gefallen? Erzähl mal. Das war mal ein Erlebnis, was ich so noch nicht hatte. Du wirkst ein bisschen fertig. Nee, es war geil, ey. Also, bleib hier. Ja, erzähl mal, schilder mal deine Eindrücke. Wie hat's dir gefallen? Also erstmal was ganz Neues. Also so dieser Rundumblick. Es war dann in der zweiten, dritten Mission oder so, wo es das zweite Mal umgeschalten ist, dann läuft man mal an so einer Felsspalte vorbei und links ist der Abgrund. Ja, die Beine werden irgendwie so schwer, man denkt, man fliegt da runter, ist da so richtig, drin. Man hat das Gefühl, wirklich in die Tiefe zu schauen. Es ist, irgendwie hat der Körper das Gefühl, das ist real ist. Ja, das Schießen ist geil und man kneift so immer ein Auge zu, wie man es so kennt und so. Und es funktioniert, ne? Bringt zwar, ja, ob es was bringt, aber es ist cool gemacht. Und super. Ist es nicht auch cool, wie du wirklich das Gefühl hast, das Ding in der Hand zu halten? Ja, auch. Deine eigenen Hände. Und auch, man konnte auch, wenn man sie jetzt so gedreht hat, man konnte sich die komplette Waffe angucken. Waffe wechseln ist ein geiles Feature. Also einfach so drauflegen, weißt du, dann kriegst du die neue dann. Ich hoffe, du hattest Spaß. Dankeschön, und auch. Ich wünsche dir schön, dass du da warst. Vielen Dank. Noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch. Danke. Mach's gut. Haust du rein. Okay. Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Okay. Tja, den Leuten hat es anscheinend sehr gefallen. Und wir hatten auch eine Menge Spaß dabei, ihnen zuzuschauen. Doch wie wir schon in der Vergangenheit mehrmals sagten, nur zuschauen reicht nicht. Man muss PlayStation VR selbst ausprobieren. Auch ich habe die Faszination erst gecheckt, als ich Farpoint vor den Aufnahmen mit unseren Gästen selbst gespielt habe. Seht ihr hier. Ich lasse die Bilder einfach noch ein bisschen laufen, verabschiede mich aber schon mal. Bis zum nächsten Video. Diskutiert mit uns in den Comments und wenn ihr mögt, abonniert uns. Macht's gut. Ran, du alter Rocker! You still need to take it up a step back. Links hab ich einen fetten Candy, ich guck da mal runter. Ach du meine Fresse. Nice. Das ist so gut. Alter, das ist ja der Hammer. Das wirklich Geile ist halt, ihr seht es auch im Hintergrund, dass man es nicht mit Pads spielt, sondern eben mit dieser Plastikknarre, die auch designtechnisch eben nicht wie eine Originalreplik einer echten Wumme aussieht. Muss auch nicht unbedingt sein, hat mehr ein bisschen was Spielzeugmäßiges.